Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal waren wir nochmal in dem Lager, also im Gefängnislager, nachdem wir da wunderbare Renovierarbeiten abgeschlossen haben. Da sitzt ein Typ in seinem Ferronis die ganze Zeit, wollte nicht raus. Wir helfen ihm jetzt, dass er da rauskommt. Und haben letztes Mal nicht den Weg gefunden, hier oben zu dem Aethia-Punkt. Ich stehe jetzt hier oben mal auf der oberen Ebene, nicht auf der unteren. Und habe mal geguckt, ob ich eventuell von hier oben aus dahin komme. Und tatsächlich, da ungefähr, wo wir von Sigiri damals angegriffen wurden. Also ich stehe jetzt hier oben halt. Wenn ich hier jetzt runterschaue, da sehe ich, dass da ein Weg hinführt, genau dorthin, wo wir eigentlich beim letzten Mal hin wollten und einfach den Weg nicht gefunden hatten. Also, offenbar muss ich von hier oben aus dahin. Heißt so viel wie, wir klettern jetzt hier runter. Manchmal kann man die Wege auch recht leicht übersehen, Leute. Ranken sind so geschenkt. Hoch klettern dauert lang, runter geht schnell. Ob hier auch ein Reisepunkt irgendwo in der Nähe ist, da hängt einfach ein Stein in der Luft. Auf jeden Fall, da vorne ist eine Hülle, für die wir trällen dürfen. Aber es sieht so aus, wirklich, als ob ich von hier aus dorthin komme, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin will. Natürlich schicken wir sie heim. Hat Colonisiro eigentlich überhaupt jemanden zum Heim schicken? Weil die sind ja nicht so viele Leute. Das ist auch so eine Frage, die ich mir durchgehend gestellt habe. Ob die eigentlich hier einen Wegweiser haben. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Na, guck mal, ich komme von hier aus offenbar tatsächlich dorthin, wo ich die ganze Zeit hin wollte. War nur zu blöd, mal wieder den Weg zu finden, ne? Aber das ist ja nichts Neues. Ja, dann komm mal her, würde ich sagen, ne? Was auch immer da bei dem See auf mich wartet. Wenn ich damit dann richtig liege, dann müsste sich da, wenn ich da unten jetzt ankomme, dann eigentlich auch der Bereich wieder wechseln. Na guck mal, die Karte hat sich echt gewechselt zu dem anderen Bereich. Ich sehe es schon. Ja, tatsächlich, von da oben aus kommt man hier hin. Alter, den Weg kannst du aber auch so leicht übersehen, dass du in die falsche Richtung läufst. Und Alter, liegen da viele Höhlen. Ich glaube, hier war ein Schlachtfeld. Und zwar ein richtiges. Also hier wurde ja richtig gekämpft. Hat aber auch verdammt viel an Harmoniepunkten gegeben. Hier ist doch bestimmt auch irgendwo ein Bossmonster. Der Vogel eventuell im Bossvieh. Was muss ich hier denn überhaupt platt machen? Das ist ein Boss, aber einen, den wir definitiv nicht platt bekommen. Der ist Level 100. Holy. Der guckt uns nur an und wir fallen um. Ah, okay, die Anemonen muss ich kaputt machen. Da habe ich letztes Mal so hart gestruggelt, den Weg hier zu finden. Dabei war es einfach nur von oben hier hin. Du
die von euch, die den Weg schon kannten, die haben wahrscheinlich jetzt eine rote Stirn. Ja gut, wir können uns den Nachschub da gönnen und dann die Viecher hier platt machen. Ja, die kämpfen wahrscheinlich sowieso wie all die anderen Anemonen auch. Also für euch schneide ich die Kämpfe raus mit den Viechern, aber mir war es wichtig, dass wir den Weg hierhin finden. Weil den Weg kannst du ja echt leicht übersehen. Wie ich diese Nachschubdinger absammle, das zeige ich euch mittlerweile echt selten. Also können wir das ja ruhig hier mal endlich mal wieder onscreen auch mal einsammeln. So häufig sind sie nämlich auch nicht. Mir bringt auch noch so eine Sache, die wir, bevor wir zu dem finalen Kampf gehen, machen werden. Also bevor wir hier ins Finale irgendwie langsam abziehen. Ach scheiße, das Ding hat mich gesehen. Dass wir dieses Walk-like-Ding nochmal machen. Weil jetzt haben wir ja alle Helden. Da würde ich gerne nochmal rein. Ich muss halt nur vorher entscheiden, mit wem ich da reingehe. Gut, dass das Vieh doof ist. Ach, und auch noch eine Sache, die ich noch erwähnen kann. Juni war mit ihrer Klasse fertig, also habe ich sie mal zu einem C4 gemacht. Also Mios Anfangsklasse. Alter, wie lange hat mich das Vieh denn auf dem Kicker? Ich bin jetzt hier einmal durch den kompletten See gewatschelt. Hau ab, du dummes Ding. Wir sehen uns, nachdem ich die Viecher verkloppt habe. So, das letzte Vieh habe ich jetzt gerade erschlagen. Ich musste die Klippe runterspringen. Das Vieh hatte mich so sehr auf dem Kieker. Es wollte unbedingt meinen Tod. Ich frage mich jetzt nur, ob man von hier aus eventuell auch noch an die andere Stelle kommt, wo man nicht rüber konnte von da drüben aus. Ob man hier auch noch irgendwo nochmal runter kann. Da unten haben wir ja noch so ein kleines unentdecktes Eck. Der Vogel hat uns ja leider ein bisschen davon abgehalten, hier noch ein bisschen weiter rumzuschauen. Gegen den habe ich halt legit keine Chance. Der ist 20 Level über mir. Den Kampf brauchen wir echt nicht versuchen. Ui, ist hier finster. Ne, wenn ich es richtig sehe, von hier aus kommt man jetzt auch nicht dahin. Also bleibt nach wie vor die Frage. Ich meine, von dort aus war die Stelle, wo ich rübergeschaut hatte. Wie man auf die Insel dahin kommt. Also von hier oben habe ich ja einen guten Ausblick. Ich kann mal eben kurz scouten. Vielleicht muss ich da nämlich nochmal hin. Da ist halt die Bruchstelle. Wenn da ja auch eine Kiste wartet, dann muss man da ja irgendwie hinkommen können. Ist hier irgendwo ein Übergang, der da hinführt? Warte mal, gucken wir uns mal die Karte an. Also nochmal, von da kommt man nur von hier oben aus hin. Da kann man echt schnell mal den Weg verpeilen. Ey, guck mal, selbst wenn ich den Weg springen würde, ich würde da nicht mal ansatzweise rüberkommen. Also es bleibt halt nach wie vor ein Rätsel, wie man da hinkommt. Wenn das irgendwer von euch weiß, der darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir reisen dann jetzt weiter zu Fornis. Es ist schönes, wir sind hier jetzt gerade wieder in dem Gebiet, wo wir Ino getroffen hatten. Vielleicht können wir Ino ja mittlerweile einen Boost geben. Ich meine, wir haben so viele Materialien ja gesammelt. Na guck mal, ich kann hier richtig viel geben. Geht sogar genau auf, tatsächlich. Tomate hat verbessert. Ist jetzt auf Version 4.0. Ah, jetzt kann man mehr sammeln. Ist das, was du wolltest? Ja, davon habe ich auch ein paar gesammelt, als ich die Viecher kaputtgeschlagen habe. Für die andere Quest. Mal gucken, wie weit ich aufbessern kann. Oh, das erste gibt ja richtig viel.
auf Version 5.0 noch mal besser. Kann nicht weiter verbessert werden. Okay. Hier müsste ich eigentlich, was den Bereich hier angeht, eigentlich auch mal gucken, ob ich irgendwie vielleicht von der Kreisgrotte aus da unten hinkomme, weil... Obwohl, ich habe die Kreisgrotte schon komplett erkundet. Ich hatte die Monster da drin, aber die, also die Bossgegner, die wir damals nicht besiegt haben, noch nicht nochmal fertig gemacht. Es könnte sein, dass sich hier irgendwo eine Höhle versteckt, aber da müsste ich wirklich einmal hier offscreen einmal die Karte komplett ablaufen, dass ich wirklich mal hier den Weg hinfinde. Weil hier ist ja auch eine Nebenquest, nur die habe ich jetzt, glaube ich, schon in 5 verschiedenen Folgen versucht zu erreichen, die Stelle, und ist einfach nicht hinbekommen. Ja, dann mal suchen, was wir hier kaputt schlagen müssen, ne? Die Kameradschaft hier können wir ignorieren. Da unten ist ein Kasten. Aber bestimmt kommt da ein Viech raus, wenn ich da jetzt hingehe. Ach komm, Level 24er, die ignorieren wir. Kann dann auch nicht so wertvoll sein. Was suchen wir hier überhaupt? Morlins. Das waren nochmal Morlins. Ach, Morlins sind diese riesigen Fische. Irgendwie habe ich ihn hier runterbekommen. Wir haben übrigens kein Schmetter mehr in unserer Kombo drin, deswegen habe ich auch Schleudern mal rausgenommen. Also wir können auf die komplette Explosionskombo gehen. Explosion! Oh, hat Materialien dadurch fallen gelassen. Sehr schön. Stimmt ja, das hieß ja bei der Explosionskombo, dass die dann Items fallen lassen und auch, dass die Wut weggeht, ne? Na gut, das war ein Kampf gegen so einen Morlin, die hatten wir noch nie vorher bekämpft, ne? Na gut, jetzt darf ich hier noch 3 weitere von den Viechern erschlagen. Also wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir haben das letzte Vieh gerade eben erschlagen. Es ist übrigens danach nichts passiert und ich bin direkt hier wieder zurückgereist. Mal 15. Ja. Jetzt weiß man auch mal, wie der aussieht. Du musst an einem Aggressionsproblem arbeiten. Er ist so unsympathisch, der Typ.
Da hat er recht. Er gibt sich Mühe. Unsympathisch bleibt er trotzdem, der Typ. Weil er könnte zumindest ein bisschen freundlicher reden. Hoffentlich ruht er sich wirklich aus. Was sind plus 700? Dann mal wieder rumschauen, ob irgendwer quatschen will. Ich habe mich jetzt umgeschaut und selbst hier vorne am Tor will niemand was. Ach, hier war ein Granatapfel. Wir können ja den Phyronis dazu gleich holen. Hier vorne ist auch die Nebenquest zu diesem Zieker. Die können wir auch direkt mal angehen. Wenn wir eh schon hier stehen. Ich guck gleich, ob eventuell Sigiri zumindest reden will. Ja, sie haben halt bei den Verlorenen ein bisschen wieder was gut zu machen, ne? Die Mission hätten wir direkt. Also den Anteil. Na gut, dann rede ich eventuell zumindest mit Sigiri. Beziehungsweise, wenn es kein Gespräch mit Sigiri gibt, dann sehen wir uns bei der Insel da unten, die ich schon beim letzten Mal gezeigt habe. Also, hier so. Jo, Leute, wir sind jetzt hier auf der Insel, hier, die ich gemeint hatte. In dem Gefängnis hat ja keiner irgendwas zu sagen, aber ich glaube, ich sollte irgendwann später nochmal da hinkommen, weil wir haben ja die Heldenmission dort nicht. Im Übrigen, das hatte ich ja beim letzten Mal nicht gezeigt. Hier hatte ich noch einen Boss fertig gemacht. Das war so eine Krabbe. Das Vieh war Level 40, das war recht schnell tot. Ich wollte nur mal erwähnen. Und ich kann jetzt auch mal das Tor zeigen, was ich beim letzten Mal erwähnt habe, beziehungsweise vorletzten Mal. Nämlich hier so wirklich komplett in den Felsen versteckt ist so eine Tür. Und deswegen hier denke ich, dass das irgendein spezieller Ort noch sein wird. Seltsame Geräte. Manche Türen sind mit seltsamen Geräten versehen und öffnen sich nur, wenn du die da hinten enthaltene Rätselvorrichtung lösen kannst. Nutze L und R, um das linke und rechte Auge der Vorrichtung zu drehen. Ziel des Rätsels ist es, dass in jedem grünen Kreis eine rote Scheibe landet. Okay. Ich bin hier extra nicht reingegangen. Also ich hatte das einmal geöffnet, hatte dieses komische Ding gesehen und bin dann direkt wieder umgedreht. Bin ich mal gespannt. Warte mal, damit wir nur mal einen ganzen Blick von der Situation bekommen. Dann probiere ich mich mal an den Rätsel. Vielleicht bekommt er ja auch irgendwas. Hat das Ding mit mir geredet? Das klang so, als würde es noch mehr von diesen Türen geben. Ich muss echt mal alle Karten nochmal komplett ablaufen. Ich habe mit Abstand wahrscheinlich noch nicht alles gefunden. Nur sowas wie Erkundung will ich euch eigentlich gar nicht antun. Na, guck mal, hier ist direkt nochmal so eine Tür. Oh. Let me just fix this. Also dieses Rätsel ist auf jeden Fall interessant. Was kriege ich hier oben jetzt dafür? Außer ein Schlag aufs Maul? Let's put it away for safekeeping. Ein rundes Fragment. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Fragmente sind, ne? Ich weiß es wirklich immer noch nicht. Ich habe schon so viele von denen gesammelt und weiß einfach nicht, wofür die sind.
Gib mir mal den Container und dann mache ich die Viecher dafür die Sphäre platt. Muss ja auch mal Ino boosten. Krieg ja jetzt wesentlich mehr. Vielleicht gibt es bei Ino irgendeine Quest, wenn ich sie maximiert habe. Dafür müsste ich sie aber mal ins Team holen. Hier ist ja diese Inofikation. Da habe ich mich ja bisher so gut wie gar nicht mit beschäftigt. Nee, hier, der Rest wird freigeschaltet, sobald man hier eine Mission gemacht hat. Das steht da ja bei. Gönne ich hier mal ein bisschen was. Fairerweise muss man echt sagen, ich habe mich generell selten damit beschäftigt, irgendwie mal diese Äthersphären aufzusammeln. Ich muss mal ein paar Äthersphären sammeln, dass ich das hier mal auf der Seite alles maximiere. Ich denke mal, dass das dann wirklich die Fähigkeit freischaltet. Beziehungsweise die Mission. Und da an diesen komischen Klumpen, da wollen wir rein. So, dann mal hier rein. Atoll für Ronnes Wrack. Weil da kriegen wir auch unsere Granatäpfel her. Zumindest habe ich das halt nachgelesen, weil die echt selten sind, gefühlt. So, was darf ich denn alles platt machen? Dieses Seetfährchen und ansonsten kleinere Fische. Oh, hier ist schon wieder so ein Fragment. Na gut, dann mache ich mal eben kurz die Viecher platt, ne? So, hab das letzte Vieh gerade erschlagen. Und ich habe auch mal die Insel hier komplett kartografiert, wenn ich eh schon dabei war. So, da können wir uns jetzt den Ferron hier gönnen. Ich hoffe auch mal, dass das der letzte ist, weil dann müsste das eigentlich auch mal so langsam sicher der letzte von diesen Noponsteinen sein. Also spätestens, wenn ich sowieso die Map erkunde, finde ich nur heraus, ob noch Ferronnüsse hier irgendwo rumliegen. Die Sequenz können wir überspringen. Die haben wir auch schon zigmal gesehen. 25. Ich glaube, ich habe gerade so genug. Das Ding wurde neu gestartet. So, dann gebt mir mal euer Steinchen. We've made some new friends. Ich glaube, dass das immer noch nicht der letzte Nupon war. Aber die Container hier können wir uns ja trotz allem gönnen. Dann stecke ich da in das Ding so viel Geld rein, bis wir alle Giga-Dinger haben. Haben wir mehr als genug. Da war jetzt aber nicht das Teil mit bei. Wie gesagt, ich gebe jetzt hier ein paar Mal aus, bis ich die Giga-Dinger alle beisammen habe. So, Leute. Es hat jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert, ne? Ich habe jetzt hier richtig viel Geld reingeschmissen, 20 Minuten lang. Bis da endlich mal die scheiß Granatäpfel rauskommen. Also die sind halt selbst aus dem Ding ultra selten. Es ist so ein Segen, dass ich das hier gemacht habe. Was verkaufst du eigentlich? Okay.
Das wäre eigentlich wirklich was für Ino. Das Ding klingt eigentlich nicht so schlecht. Können wir hier irgendwas aufwerten? Wir können ein Level uns alle steigern. Ino habe ich ja gerade noch im Team. Wegen der Identifikation von gerade eben. Ja gut, dann können wir die Quest ja auch abschließen gehen, ne? So Leute, wir bringen alles, was ihr haben wolltet. Die Äpfel waren kacke zu sammeln. Hätte ich die einzeln gesammelt, das hätte Stunden dauern können. Okay. Klang jetzt aber nicht so vertrauenswürdig hier. Beziehungsweise, dass es die Sorgen lindert. Einfach nur zu sagen, müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Das ist was, was man von einem Arzt eigentlich nicht bedingt hören will. Und wir schon wissen, worum es geht. Och, keine Ursache. Meine Anna freut sich. Ja, definitiv. Dann haben wir das hier auch noch abgegeben heute. Könnt uns hier natürlich auch noch umschauen mit Informationen, wenn wir eh schon hier sind. Ich meine, wir haben hier einiges. Man sieht übrigens, wie da noch alles von der Maschine noch abgeerntet wird. Ich kann auch noch hier bei dem Teil hier ein bisschen noch was abgeben. Die haben hier eine einmalige Belohnung, die wir abgeben können. Ich meine, ich habe jetzt richtig viel bekommen und ich habe keine Mission mehr, wofür ich, glaube ich, irgendwas zusammensammeln müsste, oder? Nö. Dann gebe ich hier einfach mal alles ab, was ich abgeben kann. So, ich habe jetzt mal maximal abgegeben. Ich habe auch mal bei Kolonie Zero generell mal extremst gesteigert. Über die Münzen. Aber wie es scheint, keine Koloniestufe irgendwo dazu bekommen. Ja, ich schaue mich dann hier mal eben kurz um, ob ich hier irgendeine Info irgendwo abgreifen kann. Ach, guck mal, da ist der Miyabi. Was ist das denn Schönes für uns zu erzählen? Na gut, dann schaue ich mich jetzt mal um. Okay, Leute, eine Mission habe ich gefunden, also eine Info. Oh, direkt zwei sogar. Beim alten Ort ist jetzt ein riesiges Monstrum. Um Gottes Willen, okay, hier gibt es einige an Informationen.
Ja, als Kind hat man es halt echt leicht noch im Leben, ne? Da hat man halt noch nicht den Stress, den die Erwachsenen heutzutage halt haben. Schulzeit und so weiter ist halt wirklich die angenehmste Zeit von allem. Genießt die, solange ihr sie habt. Sobald ihr erwachsen werdet, wird es schlimm. Okay, Leute, ich bin jetzt hier durch die gesamte Kolonie gelaufen und glaubt es oder glaubt es nicht, aber ich habe keine weitere Information gefunden. Und ich bin wirklich durch die gesamte City gelaufen. Aber wenigstens, ich habe mich schon gefragt, wo die eigentlich rumstehen, habe ich Kamuravi und Effel mal gefunden. Ich würde mich mit denen zumindest gerne auch noch unterhalten. Ich glaube, sie wollte eigentlich sagen, dass es zu gefährlich für dich ist. Ich habe so eine Theorie, dass wenn die Möbius hier komplett ausgelöscht wurden, also dieser Set weg ist, dass eventuell dieses Zeitsystem dann endlich ausgelöscht wird. Also dass die ja nicht mehr daran gefesselt sind. Also wie gesagt, ich bin hier halt wirklich durch die gesamte City gelaufen und ich habe keine weitere Situation mehr gefunden, wo man hier irgendwie Infos abgreifen kann. Obwohl, hier unten war ich noch nicht, aber ich glaube, dort werde ich auch nicht viel mehr fündig. Also, ich müsste ja noch viel Informationen finden. Wo wird was gezeichnet? Achso. Die Zeit. Ich nehme mich hier auf den Boden, die Kinder. Die haben ihren Spaß. Also. Ich muss hier auf jeden Fall wahrscheinlich die Nebenquests vorantreiben. Ich glaube, vorher wird auch bei Kolonie 0, also im Straflager, keine weitere Quest sein. Gehen wir einfach mal die Questen an. Ich werde wahrscheinlich immer und immer wieder mal durch die ganzen Kolonien reisen und gucken, ob ich irgendwo Questen sammle. Ich würde auch nach der Folge hier mal auf den anderen Karten hier mal so ein bisschen rumgucken, dass ich die mal so ein bisschen aufdecke, weil man sieht ja zum Beispiel hier, dass hier noch ein bisschen was verdeckt ist. Dass ich mal hier wirklich so gut es geht alles aufdecke. Eventuell auch Äthersphären sammle für ihn nun mal. Also, dass ich mir ein bisschen mal was offscreen hier antue. Mit Erkundung. Eventuell kommt ja, wie gesagt, wirklich eine Nebenquest, wenn ich Ino auf 50% bringe. Ich könnte mir das zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe bisher halt immer diese Sphären und das Äther generell ignoriert, wenn ich irgendwie dran vorbei bin. Soll ich irgendwelche Verronnisse dabei übrigens finden, dann lasse ich die Mission dazu einfach offen. Dann kann ich sie euch ja trotz allem zeigen, die Orte. Weil ganz ehrlich, so viel passiert da bei diesen Verronnissen jetzt auch nicht. Ich weiß halt nicht mal, ob irgendwo noch einer gammelt. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch der heutige Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.